Für die einen ist es das Derby, für die anderen lediglich ein Nachbarschaftsduell. Doch egal, wie man das Kind letztendlich beim Namen nennt, fest steht, nach dem Heimspiel gegen Gladbach vor ein paar Wochen gewinnt der 1. FC Köln auch das zweite Duell gegen einen rheinischen Rivalen. Heute bei Bayer 04 Leverkusen mit 2:1. Und der Mann des Tages, das ist ohne Frage Abwehrspieler Dominik Marot. Der hat beide Tore in dieser Partie heute geschossen. Und es ist erst der zweite Startelf-Einsatz für den Abwehrspieler gewesen nach letztendlich dem Auswärtsspiel bei Bayern München vor ein paar Wochen. Aber es war trotzdem auch eine Premiere für Marot, denn es war der erste Doppelpack, der ihm in der Bundesliga gelungen ist. Jeweils nach einer Vorlage von Marcel Risse, nach einem Freistoß und einer Ecke, also nach zwei Standards. Und das hat man beim 1. FC Köln auch lange, lange nicht mehr gesehen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum der 1. FC Köln hier heute drei Punkte mitgenommen hat. Es war vor allem diese offensive Grundausrichtung, die Peter Stöger seiner Mannschaft verpasst hat. Er hat zum Beispiel wieder mit der Doppelspitze Anthony Modest und Philipp Hosiner spielen lassen. Und das zeigt auch, dass sich die Mannschaft ein ganz schönes Stück weiterentwickelt hat von der defensiven Grundausrichtung aus dem letzten Jahr. Einziger Wermutstropfen in dieser Partie, wenn man denn überhaupt einen finden möchte, dann ist es sicherlich die Tatsache, dass die Konter von den Kölnern nicht gut zu Ende gespielt wurden. Die Kölner, sie waren ja in Überzahl nach der roten Karte für Kyriakos Papadopoulos, haben dann aber einige gute Gelegenheiten wirklich liegen lassen. Da hätte der Sieg vielleicht noch ein Stückchen höher ausfallen können. Der Mannschaft und den Fans kann das aber letztlich egal sein. Die drei Punkte sind im Sack und damit hat man auch Bayer 04 Leverkusen in der Tabelle der Bundesliga überholt, steht jetzt auf dem 7. Platz mit insgesamt 18 Punkten und das ist allein deswegen schon sehr erfreulich, weil man nach der Hinrunde der vergangenen Saison insgesamt 19 Punkte nach der Hinrunde hatte und jetzt, wie gesagt, 18 nach 12 Spieltagen, das kann sich also sehen lassen und rechtzeitig zum Start in die Karnevalssession am Mittwoch am 11.11. kann ordentlich gefeiert werden.